Wir wollen das Thema vertiefen. Bei mir im Studio ist Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Er ist außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie hier sind. Ich grüße Sie ebenfalls, Herr Simon. Als diese Nachricht, das war ja bei uns schon im frühen Morgen, ja, bekannt wurde, dass Donald Trump es jetzt noch mal wissen will, in den Präsidentschaftswahlkampf noch mal einsteigen will 2024, was haben Sie da empfunden, was haben Sie da gedacht? Um Gottes Willen habe ich gedacht, aber es war mir eigentlich klar, dass er es versuchen wird. Es ist kein Typ, der diesbezüglich aufgibt. Ich kann nur hoffen, dass die Republikaner in Mehrheit vernünftig genug sind, nicht ihn zu nehmen, sondern den Gouverneur, der etwas milder ist und der sehr erfolgreich den Gouverneurswahlkampf geführt hat. Aber soll aber auch ein Hardliner sein, wenn jetzt einer von den beiden die Wahl gewinnen würde? Man weiß es ja noch nicht. Könnte sich das transatlantische Verhältnis dann wieder verschlechtern? Ja, selbstverständlich. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, Trump hat mal zum NATO-Generalsekretär gesagt, es gibt drei Länder, die ihm Sorgen machen, Nordkorea, Iran und Deutschland. Ich meine, also verstehe gar nicht, wie er diesbezüglich auf Deutschland kommt. Aber wissen Sie, er hat, glaube ich, eine leicht krankhafte Ich-Bezogenheit. Also er ist ein so extremer Egoist, wie ich das wirklich selten erlebt habe. Ich kenne viele Egoisten, kenne auch mich etc. Aber das ist wirklich bei ihm extrem. Und das ist nie ungefährlich, weil er doch eine gewisse Machtposition hat, die man dann auch missbrauchen kann. Also ich hoffe, dass es dann entweder ein Demokrat wird, auf jeden Fall nicht ein Typ wie Trump. Wenn man über die Wahlaussichten von Donald Trump spricht, muss man natürlich auch wieder irgendwo Russland mit einbinden. Denn es ist gerade mal eine Woche her, dass Putins Koch, der Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin, zugegeben hat, dass man in der Vergangenheit versucht hat, dass Russland in der Vergangenheit versucht hat, Wahlen in westlichen Staaten, auch in den USA, zu beeinflussen. Und er hat dann eben noch gesagt, man wird das natürlich auch wieder tun. Kann man davon ausgehen, dass Donald Trump dann auch auf Wahlhilfe aus dem Kreml hoffen kann? Ich bin jetzt nicht mehr so sicher. Früher hätte ich damit gerechnet, weil mir mal ein russischer Botschafter, nicht der jetzige, gesagt hat, mit einem republikanischen Präsidenten wären sie immer hingekommen. Mit den Demokraten hätte es immer Schwierigkeiten gegeben. Bei den Republikanern war etwas verabredet und das hielt dann 4 Jahre. Ob das stimmt, kann ich gar nicht einschätzen, denn wiederum war es ja so, dass George W. Bush, der ja von den Republikanern kam, die Ukraine in die NATO aufnehmen wollte, was ja nur Frankreich und Deutschland verhindert haben. Das muss Russland ja auch zu denken geben. Und Donald Trump hat ja jetzt gesagt, bei ihm hätte es den Krieg nicht gegeben, weil er gleich Atomwaffen auf Moskau geworfen hätte. Das ist natürlich wieder blanker Unsinn. Wenn er das gemacht hätte, wäre auch von den USA nichts übrig geblieben. Also es ist alles schlimm genug, aber den dritten Weltkrieg können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Deshalb aber weiß ich nicht, wie sich Russland verhalten wird. Aber es ist ja möglich, dass sie da wieder versuchen, etwas dagegen zu tun. Und dagegen müssen wir wiederum etwas tun. Das darf man sich nicht bieten lassen. Das Stichwort Dritter Weltkrieg haben Sie schon geliefert. Gestern Abend haben wir alle ja die Luft angehalten, als es da so aussah, als wäre Polen, NATO-Gebiet, da auf einmal von russischen Raketen angegriffen worden. Wir wissen jetzt ja, es war nicht so. Aber wie froh sind Sie, dass wir einen sehr besonnenen amerikanischen Präsidenten da gesehen haben und auch die NATO, dass man erstmal gesagt hat, wir müssen erstmal abwarten und erstmal die Beweise alle sichten, dass man da nicht überreagiert hat. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, da bin ich sehr froh. Aber ich glaube, es gibt rote Linien und es gibt zwischen den USA und Russland, ich sage jetzt mal glücklicherweise, sonst bin ich gar nicht so ein Fan davon, eine Geheimdiplomatie. Das heißt, die wissen immer, welche rote Linie nicht zu überschreiten ist, damit genau der Bündnisfall nicht eintritt und damit der Dritte Weltkrieg. Nun scheint ja alles dafür zu sprechen, dass die Raketen aus der Ukraine kam und nicht aus Russland, war natürlich keine Absicht. Aber die Ukraine hat gleich gesagt, dass es Russland war. Man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Verurteilung. Das gilt für alle Beteiligten. Es ist ja auch immer noch völlig offen, wer die Pipeline gesprengt hat. Auch das ist natürlich ein internationales Verbrechen und muss aufgeklärt werden. Alles dringend erforderlich. Aber ich sage Ihnen, es ist so, wie es ist. Immer wenn ein solcher Krieg stattfindet, gibt es immer Zufälle, Gefahrenmomente, wo plötzlich etwas passiert, was ursprünglich keiner wollte, was dann aber doch geschieht. Und deshalb bin ich ja anderer Auffassung als die meisten. Ich glaube ja, dass weder, oder nicht die meisten, kann ich nicht einschätzen, weder die Ukraine noch Russland den Krieg
gewinnen kann. Und deshalb bin ich dafür, sofort, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand hinzubekommen. Aber und dann komplizierte Friedensverhandlungen. Ja, egal. Putin hat ja gesagt, wir können verhandeln, nachdem er Ende September die 4 Gebiete da im Osten der Ukraine annektiert hat, hat aber gleich gesagt, über diese Gebiete, und das war ja eine widerrechtliche, völkerrechtswidrige Annexion, ja, über die sprechen wir aber nicht. Damit hat er doch gleich schon den Riegel vorgeschoben, ja, alle dass geben das Kiew immer nie vor in so Verhandlungen einsteigen kann. Die wollen ja ihr Territorium natürlich zurück. Natürlich, und die können auch in die Verhandlungen trotzdem einsteigen, Waffenstillstand machen, dann wird erstmal nicht getötet und dann sagen, das können aber Sie die übrigens Ukrainer vergessen. Befürchten wir ja, werden dass auch die Russen darüber das ja nur reden. Nutzen, um neu nachzujustieren, neue Truppen nachzuziehen. Wir wissen, die haben die Teilmobilmachung, die haben mehrere hunderttausend ja, Mann herangezogen, die keine Waffenerfahrung haben. Wenn wir jetzt einen Waffenstillstand hätten für 3 Monate, die würden die Zeit wahrscheinlich nutzen, würden diese Soldaten, die jungen Leute, da eingezogen werden, ausbilden und würden wieder neues Kanonenfutter überschieben. Die Ukraine würde ihre Soldaten auch ausbilden, würde weiterhin Waffen beziehen. Die können doch auch gegenrüsten. Verstehen Sie, das ist doch der Punkt. Ja, aber sodass der beide Seiten ja dann sagen, sodass sind, beide Seiten ja sagen, die Ukraine ist ja der, das es geht auch nicht Land um 3 Monate. Ich möchte einen Waffenstillstand, der unbefristet ist. Und aber den, dann in wird die komplizierten der Herr Putin den garantieren? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er sich vielleicht erst mal darauf einlassen, wenn es der amerikanische Präsident wirklich will. Was ein Versprechen von Herrn Putin wert ist, das wissen wir ja noch am Vorabend des Krieges. Also wenige Tage vor dem 24. Februar hat die russische Seite es abgestritten, dass man in die Ukraine einmarschieren will. Herr Lavrov hat sogar gesagt, an einem Dienstag hat noch nie ein großer Krieg begonnen. Ja. Erinnern wir uns alle noch dran. Und Herr Simon, was ist das Wort aus dem Kreml also wert? Noch nie hat ein Land, das einen Angriffskrieg plant, zugegeben, den Angriffskrieg zu planen. Noch nie. Da wäre der Überraschungseffekt auch weg. Richtig. Und deshalb, ich akzeptiere das überhaupt nicht. Ich sage nur, das ist nicht neu. Trotzdem brauchen wir einen Waffenstillstand, damit erstmal die Waffen schweigen. Beide werden in der Zeit wieder aufrüsten, das ist mir auch klar, auch ausbilden. Und dann müssen die Verhandlungen so angesägt sein, dass wir vernünftige Vermittler haben. Ob Erdogan der Vermittler ist, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Wie wäre es mit Herrn Scholz? Wie wäre es vielleicht auch mit Herrn Macron? Damit also Bedingungen gestaltet werden. Aber was sollen die Herrn Putin sagen? Ich meine, es eine ist eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass er so und so die viele... Die Sanktionen wirken ja noch nicht. Also die Russen ziehen ja ihre Truppen, den die Russen wirken geht schon. Es nicht mehr richtig aber gut, ehrlich nicht gesagt. Gut, aber es und führt nicht dazu, dass die jetzt sagen, wir ziehen die Truppen zurück. Na, passen Sie auf. Die G20 haben ja eine ganz klare Es gibt doch lauter Kompromissen. Man kann über doppelte Staatsbürgerschaft nachdenken. Man kann darüber nachdenken, dass die Russen vielleicht doch auch die russische Sprache wieder in der Ukraine benutzen dürfen. Es gibt, wissen Sie, ganz viel. Ich kann das nicht alles vorwegnehmen. Ich will nur sagen, über eine Vermittlung kann man vielleicht einen Sonderstatus erreichen für bestimmte Russen innerhalb der Ukraine etc. Das funktioniert doch nur, wenn die Ukraine ihre Staatlichkeit im Prinzip aufgibt. Nein, das kann sie nicht. Und sagt, Moskau führt dann die nein, Regierungsgeschäfte das weitestgehend. Das hat sie auch so bei der eine ähnliche Situation wie in Belarus. Das würde Herrn Putin wahrscheinlich vorschweben. Aber das ist nicht das, was die Ukrainer wollen. Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen einer Kenntnisnahme und einer juristischen Anerkennung. Zum Beispiel, sage ich mal, die USA haben die Zugehörigkeit von Estland, Lettland und Litauen zur Sowjetunion nie anerkannt. Haben gesagt, wir machen trotzdem Beziehungen. Aber das hat ihnen nachher das Leben sehr erleichtert, als das unabhängige Staaten wurden, im Unterschied zu denen, die es anerkannt hatten. Also da gibt es verschiedene Zwischenschritte. Nur zu einer Lösung müssen wir kommen. Und zwar nicht, dass jeden Tag immer mehr Menschen sterben, und zwar auf beiden Seiten logischerweise, durch diesen völkerrechtswidrigen und deshalb auch zu verurteilenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, sondern dass der irgendwann gestoppt wird. Natürlich ist Putin kein leichter Verhandlungspartner. Selenskyj ist wahrscheinlich auch nicht leicht als Verhandlungspartner. Aber die müssen dann Leute schicken, wo man auch über bestimmte Kompromisse, ich sag mal Staatsbürgerschaftsfragen, Sprachfragen, die Russen vieles auch den andere Krieg nachdenken. Stoppen. Wir sehen ja gerade in den vergangenen Tagen, dass die Raketenangriffe massiv zugenommen haben. Allein gestern 90 bis 100 Marschflugkörper, die auf die Ukraine abgefeuert worden sind, auf zivile Ziele, auch auf die Infrastruktur, auf die Stromversorgung. Gerade deshalb brauchen wir einen Waffenstillstand. Was ist das Ziel? Was sehen Sie dahinter? Was will der Kreml? Will er die Bevölkerung sturmreif schießen, jetzt vor dem Winter, dass sie alle das in der Kälte sitzen ja und neue Flüchtlingsströme? In der Kreml-Führung. Ich weiß nicht, was denen da durch den Kopf geht. Aber eins ist mir klar, wenn sie sich zurückziehen, dann verlocken ja alle sozusagen, die an der Seite der Ukraine stehen und sagen, wir schaffen es, wir verdrängen die ganz. Dann kriegen die wieder eine Meise und sagen am nächsten Tag, jetzt schießen wir lauter Raketen ab, um zu zeigen, wir sind militärisch noch stark, wir können die Infrastruktur kaputt machen etc. etc. Dieses Hin und Her ist furchtbar und ich sage Ihnen, wir müssen den Angriffskrieg verurteilen, trotzdem müssen die Waffen so schnell wie möglich schweigen.
das letzte Wort. Und dann können wir verhandeln. Ganz genau. Uns rennt die Zeit davon. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Danke, Herr Gysi.